Es war natürlich schon sehr speziell, den ersten Superfinale zu spielen. Eine riesige Anspannung, die sich da aufgebaut hat, aber auch eine Vorfreude. Für uns war es speziell, dass wir vorher sehr viele Playoff-Finalserien gespielt haben. Und jetzt hat sich alles darauf konzentriert auf ein Spiel. Und ja, das ist natürlich schon ganz extrem, was da zusammenkommt, an Emotionen. Und gerade bei einem Top-Team ist es halt so, dass wenn du das Spiel verlierst, dann war einfach die Saison nicht erfolgreich gewesen. Und das ist schon wirklich eine krasse Ausgangslage. Und entsprechend hoch ist natürlich die Anspannung, weil heute so viel auf dem Spiel steht. Die Kulisse war natürlich grandios gewesen. Ich hatte zwar vorher kein konkretes Spiel und auch keine Erwartungen. Kennt habe ich es vor WM04, wo wir schon in dieser Halle gespielt haben. Aber jetzt so einzulaufen für ein Spiel mit ihrer Clubmannschaft, war natürlich grandios gewesen. Ja, wenn ich jetzt die Bilder noch mal anschaue vom Superfinale 2015, gibt es natürlich sehr viele Momente, die prägend sind. Viele Emotionen, die man erlebt hat. Ich glaube, praktisch jedes Gegengoal und jedes Goal, das man schiessen konnte. Aber auch Strafen, die man kassiert hat. Man erlebt halt einfach alles sehr intensiv. Für mich persönlich sind auch schon die zwei Goal, die ich schiessen konnte. Also 13 Sekunden nach Start und 7 Sekunden nach Start im Mitteldrittel. Die sind schon eine besondere Erinnerung, weil ja, einmal passiert ihm das vielleicht und dass es zweimal so geklappt im Superfinale, das war schon sehr, sehr speziell gewesen und das habe ich definitiv noch nie erlebt vorher. Superfinale 2015 gehört sicher zu meinen Karriere-Highlights. Wir hatten dort auch eine super Mannschaft gehabt, auch mit ein paar ausländischen Topstars. Es war halt auch speziell gewesen, weil man gespürt hat, dass viele Leute denken, ja, Wyler im Superfinale, wird er vielleicht, es wird etwas schwieriger für uns. Dann haben wir dagegen können gewinnen und eigentlich auch eine Antwort geben. All den Leuten, die denken, Wyler ist durch. Wir sind im Jahr vorher auch schon im Viertelfinale raus. Dem war es sicher auch wichtig für unseren Verein, dass wir dort den ersten Titel in diesem neuen Format holen konnten. Ja, so genau kann ich mich natürlich nicht mehr erinnern, über was wir dort geredet haben. Wahrscheinlich ist es darum gegangen, dass es das mal kein Deckel hat gegeben, der sonst so schönen Boden gehabt bei diesen Übergaben. Er war sicher auch froh, dass wir zu zweit sind, weil es schon ein Rechtsteil ist. Wir hatten auch gleich ein bisschen Mühe gehabt, wäre vielleicht alleine doch trotzdem besser gegangen. Aber ja, ich weiss es effektiv nicht mehr. Vielleicht hat er auch gesagt, er könnte das mal nicht kaputt gehen, weil wir auch schon ein paar Pokale auf dem Gewissen. Das Detail ist, dass der Tag gleich mal noch in Brüche ist, aber auch schnell wieder behoben wurde, ist das Problem.